Herzlich willkommen hier bei EWTN live aus Rom vom Petersplatz, wo bereits 120.000 Menschen in den Petersdom besucht haben, um Abschied zu nehmen von Benedikt dem 16. Bei mir ist einer von diesen Menschen, Bischof Stefan Oster, Bischof von Passau. Herzlich willkommen hier bei uns am Set. Dankeschön. Das Bistum Passau hat zu Benedikt dem 16. eine besondere Verbindung. Besonders der Marienwallfahrtsort Altötting hatte eine besondere Bedeutung für ihn. Wie genau gestaltet sich diese besondere Verbindung zwischen Papst Benedikt und dem Bistum Passau und dem Wallfahrtsort Altötting? Also Papst Benedikt ist in Marktl am Inn geboren. Das ist nur wenige Kilometer von Altötting entfernt und gehört auch zu meinem Bistum. Und wir haben dort auch ein Geburtshaus, das wir nach seinem Willen als einen Ort der Begegnung, der Kultur, wo Menschen ihrem Glauben begegnen sollen, so eingerichtet haben. Also nicht als Museum. Und Papst Benedikt ist ja dort in der Umgebung immer gewesen mit seinen Eltern. Sein Vater war Polizist und ist da und dort mal hier in dieser oberbayerischen Gegend versetzt worden. Und die Familie ist immer nach Altötting gepilgert. Und so ist bei Papst Benedikt ein tiefes Verhältnis zu diesem Gnadenort gewachsen. Und er hat auch als Papst immer wieder gesagt, meine geistliche Heimat ist eigentlich Altötting. Und das ist sehr schön, das freut uns, das macht uns auch stolz. Und übrigens, manchmal denke ich mir, das hat er an Franziskus weitergegeben, weil immer, wenn ich Franziskus begegne und wieder weggehe, dann sagt er, und bete für mich in Altötting. Und ich glaube nicht, dass er schon dort war, aber er weiß es entweder von Benedikt oder von seiner Zeit, als er in Deutschland war. Ja, ja, schön, auch ein Ausdruck dieser großen marianischen Frömmigkeit. Sehr schön, da auch in Altötting für ihn zu beten, sicherlich. Ja. Wie erleben die Menschen im Bistum diesen Abschied jetzt? Ja, wir haben in mehreren Orten, eben in Passau im Dom, in Altötting und in Marktl Kondolenzbücher. Ich bin dann auch gleich wieder hierher gefahren. Ich weiß jetzt nicht, ob anderswo auch noch. Aber die Passauer sind schon auch dankbar und stolz auf diesen Mann unserer Heimat, der Papst geworden ist. Und gerade im gläubigen Volk ist es sehr verankert, auch die Verehrung für ihn. Und ansonsten ist es natürlich auch bei uns, sagen wir mal, in einem etwas säkulareren Umfeld, wie Sie wissen, in Deutschland die Stimmung ihm gegenüber ambivalent, sagen wir mal so. Ne? Also die Anerkenntnis, dass er ein großer Theologe ist, ist, glaube ich, überall da. Aber dann die Rolle der Kirche in der Gesellschaft und die Missbrauchsthematik und all das verbindet man auch immer wieder mit Benedikt. Beim einfachen gläubigen Volk, glaube ich, gar nicht. Wir haben auch schon begeisterte Zeugnisse heute gehört von Deutschen, die spontan gekommen sind. Wissen Sie auch von Passauern, die spontan sich auf den Weg gemacht haben? Ich weiß, dass die Altöttinger mit einem Bus gekommen sind. Ob aus unserer Stadt jemand gekommen, weiß ich nicht. Aber einige haben sich auch den Bussen des Bayerischen Pilgerbüros angeschlossen. Also da habe ich schon ein paar getroffen, ja. Was bedeutet das Pontifikat Benedikts für Sie persönlich und was bedeutet für Sie jetzt eben auch dieses Abschiednehmen von ihm? Also jetzt als Theologe bedeutet es für mich eine Bestätigung einer bestimmten Auffassung des Zweiten Vatikanischen Konzils. Benedikt war zutiefst geprägt von dem Konzilsereignis, von dem, was vorher war. Er war ja als junger Theologe, kleiner Superstar theologisch, ne, mit 35 dahin gekommen in Frings. Und wir spüren, wie er das beeinflusst hat. Und wir haben, oder wir können das heute wissenschaftlich auch nachweisen, und wir erleben, wie er nachher dann gesehen hat, dass die Konzilsdeutung in eine andere Richtung läuft, als er, als sein tiefes Anliegen der Erneuerung aus den Ursprüngen war. Und da ist er plötzlich eher dann von vielen als restaurativ empfunden worden. Wenn man sieht, was seine persönliche Kontinuität zum Konzil, wie er das beschreibt, dann habe ich das Gefühl, es gibt eben viel, viel mehr Kontinuität als Diskontinuität. Also als Theologe würde ich sagen, das ist so ein Referenzpunkt, das Konzil. Dann sein Lebensthema Glaube und Vernunft. Das ist ein ganz großes Thema und ich komme auch stärker aus der Philosophie von meiner Ausbildung her und durfte auch eine Philosophie kennenlernen, bei einem damaligen Kollegen in Regensburg von ihm studieren, wo mir sehr tief aufgegangen ist, wie sehr er auch ein philosophisches Fundament hat als
Also was die natürliche Vernunft für ihn bedeutet im Zugang zu Gott und so weiter. Und er hat da damals auch Impulse aufgegriffen aus dem sogenannten Personalismus, war und ist eine besondere Strömung innerhalb der Philosophie, die Anfang des 20. Jahrhunderts so aufgekommen ist. Also da war durchaus auch modern in dem Aufgreifen dieser Impulse. Also Glaube und Vernunft als Lebensthema, die Liturgie als großes Thema, das für ihn so wichtig ist. Am Schicksal der Liturgie entscheidet sich das Schicksal der Kirche, oder an der Liturgie entscheidet sich das Schicksal der Kirche, ist so ein berühmtes Wort von ihm. Das sind so ein paar Marker als Theologe und als Denker, der einem die Welt aufschließen. Auch der Zugang zur Schrift ist für mich wirklich bedeutsam, den er gewonnen hat und gewissermaßen in einer bestimmten theologischen Landschaft auch neu eröffnet hat. Mit seinen Jesusbüchern hat er das nochmal persönlich gezeigt. Also solche vielen Impulse gibt er mir bleibend als jemand, der auch theologisch versucht zu denken und philosophisch mit auf den Weg. Persönlich habe ich die Begegnungen, die ich mit ihm hatte, seit ich Bischof bin, es waren doch einige, immer sehr, sehr berührt. Der alte Mann, der geistig ganz wach war, immer gebrechlicher geworden ist physisch, aber auch noch seinen Schalk hatte und sein bajuwarisches Naturell, das kam immer durch und so. Und wir haben manchmal auch ein bisschen geblödelt und sowas. Ne? Das war echt schön immer, wenn man dann irgendwie im Hintergrund vergessen hat, hier hat man den Papst oder den Papa Emeritus da sitzen, dann konnte man auf sehr brüderliche Ebene mit ihm sprechen, ja. Und ist er für Sie auch ein Vorbild als Hirte, für Sie in Ihrem Bischofsamt? Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, weil es jetzt vielleicht ein bisschen heikel ist zu sagen, aber ich habe immer den Eindruck gehabt, so diese Spannung bei ihm, er war der große Gelehrte und war eigentlich immer Professor. Und ob er eigentlich Bischof sein wollte, ja, bis zu dem Thema Bischof von Rom und so, das, ja, also diese Spannung, ne, die Regensburger Rede, das war die Rede eines Professors. Ne? Und da gab es natürlich dann auch große Missverständnisse in die muslimische Welt hinein, und das hat er sicher nicht so gemeint. Also diese Spannung habe ich gemeint, bei ihm immer zu spüren, bin ich jetzt doch eigentlich Professor oder bin ich jetzt Bischof und Papst und sowas. Ne? Ich habe auch mich immer wieder gefragt, ne, wenn wir die Schrift sehen, was begründet das Petrusamt, welche Schriftstelle am meisten, ne? Dann kommen wir immer wieder auf diese Stelle zurück in Matthäus 16, wo Jesus die Jünger fragt, wer glauben die Leute, dass ich bin und so. Und dann, ne? Jeremia oder Elia oder sonst einer und so. Und ihr, wer glaubt ihr, dass ich bin? Und dann sagt Petrus, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann sagt Jesus, und das hast du nicht aus dir, lieber Petrus. Das hat dir der Vater im Himmel geschenkt, nicht Fleisch und Blut. Und du bist deswegen der Felsenmann, und auf diesen Felsen baue ich meine Kirche. So, warum irritiert mich dann seine Jesusbuch? Weil, wenn man sagt, von der Kern dieses Amtes, wo ihm ein Charisma gegeben ist von Gott, ne, im Petrusdienst, ist der Welt sagen, wer Jesus ist. Also den Kern des Glaubens sagen. Ja. Er sagt der Welt, wer Jesus ist. Jetzt schreibt er drei Bände und erklärt der Welt, wer Jesus ist, und sagt, er macht es jetzt aber nicht als Papst, sondern als Professor Ratzinger. Verstehen Sie? Da war ich immer irgendwie, diese Spannung habe ich geschwärmt. Er wollte ein theologisches Buch in die Debatte der Theologie damals bringen, ne, und hat sich zurückgenommen. Er hat gesagt, es ist kein lehramtliches Buch. Natürlich haben die Leute gesagt, dass der Papst hat es geschrieben. Gell? Also, wobei das ja auch ein Zeichen seiner großen Integrität, Demut ja, und Integrität genau, ohne Frage, ist. Ohne Frage. Aber ne, Sie verstehen vielleicht ja. Die Spannung, die ich da gesehen habe. Die Frage war ja Vorbild als Hirte. Und da frage ich mich dann immer, was bedeutet dann Hirte sein, weil er hat ja auch eine große geistliche Autorität. Ne? Das ist, also gut, ich bin damit nicht fertig. Ne? Sie waren schon bei ihm, Sie haben sich schon von ihm verabschiedet. Wie nehmen Sie die Stimmung wahr hier in Rom im Petersdom? Ja, also Sie haben das, diejenigen, die dafür die Kulisse gewissermaßen gesorgt haben, das ist die Schweizer Garde, dann ist es vor dem Altar, vor dem Hauptaltar, und dahinter, habe ich das gehört, sind jetzt fortwährend stille Messen mit einer getragenen Musik, also das ist sehr schön gemacht, also sehr würdevoll. Ne? Und ein bisschen stört mich, dass im Grunde alle, die da jetzt ganz schnell vorbeiziehen, die ganzen langen Schlangen da hinter uns, jetzt sind sie ein bisschen
zurückgegangen, aber es muss immer fotografiert werden. Gell? Und da denke ich mir, jetzt ist hier, gell, du hast jetzt ungefähr gefühlt 5 Sekunden Zeit hier und du musst das unbedingt fotografieren. Und da denke ich mir, es gibt so viele Fotos von dem toten Benedikt, da kannst du jetzt auch mal einen Moment innehalten und beten. So, und selber wirklich ankommen in diesem Augenblick. Genau, ja, genau. Wenigstens in dem Augenblick. Aber insgesamt spürt man, es sind so viele Menschen da, die ihm die letzte Ehre erweisen wollen. Das ist einfach schön. Einfach sehr schön. Ja. Herzlichen Dank, Bischof Oster, für dieses Gespräch. Ja, gerne.